Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Oh, Levelaufstieg, Battle Pass Level 16 hat er sofort erreicht. Und wie ihr sehen könnt, er hat auch schon mir den Skull Trooper mit dem neuen Outfit gespielt. Hat auch den ersten Win mit diesem Skull Trooper hier geholt. Wird es ein Video dazu geben. Gucken wir mal ganz kurz, was der hier. High Five, ja Mann! Und hier, a good game. Schlürf, GG. Jo, würde ich mal sagen, zwei Gegenstände gesammelt. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, dann schauen wir mal in den heutigen Itemshop rein. Und da haben wir wieder da Gönn dir Süßes, animierte Quadrate. Okay. Auswählbare Styles. Die Gruselbeauftragte, oh mein Gott, die war auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Shop gewesen. Skull Trooper hat ein neues Outfit, einen neuen Style bekommen. Wir fangen jetzt aber mal auf der rechten Seite an mit Staub von den Schultern. Und das Teil kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. Ja, sofort hat sich das Teil auch gegönnt. Hier haben wir ein Voting von 4,43 von 5 bei 7 Votes. Am 17. März 2018 ist erstmal drin gewesen. 10 Mal. 10 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 71 Tagen. Jo, dann haben wir als nächstes Quadrate. Das Teil sieht eigentlich ganz nice aus. Die Squares. Jetzt auch in dieser dunklen Version. Gleich wird es wieder hell. Für 500 V-Bucks. Ich finde das Ding nice. Kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. Auch hier sieht es cool aus bei dem Hoverboard. Oder Hoverboot? Hoverboard? Oh ne, Hoverboard ist es nicht. Ein Hoverboot. So, Squared hat hier ein Voting von 4,8 von 5 bei 5 Votes. Am 25. Juli 2019 ist erstmal drin gewesen. Zweimal, drei Reminders. Ja, also jetzt das zweite Mal drin. Das letzte Mal vor 90 Tagen im Shop. So, dann haben wir als nächstes Blenden für 1200 V-Bucks. Ich finde die allerdings jetzt nicht so toll. Kriegt von mir 5 von 10. Das ist der Dazzle und der Dazzle hat hier ein Voting von 3,82 von 5 bei 62 Votes. 22. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen. 29 Mal seitdem. 62 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 69 Tagen am 15. August. So, dann kommen wir zum Matchball. Und der Matchball, ja. Für 800 V-Bucks das Teil finde ich persönlich jetzt gar nicht so toll. Ja, kriegt von mir Serena Williams, ja? Serena Williams, Einschläge Aufschlag, kriegt von mir 4 von 10. Ja, und Matchpoint hat hier ein Voting von 2 von 5 bei 20 Votes am 1. Juli 2019 ist erstmal drin gewesen. Das vierte Mal jetzt. 10 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 46 Tagen am 7. September. So, dann sind wir bei Gönn dir Süßes. Ja, das ist geil, das Teil. Passend zu Halloween. Ja, und. Macht er einfach weiter. So. Ja, Leute, könnt ihr mal gerne runterschreiben, seid ihr auch an Halloween verkleidet? Geht ihr auch auf die Reise von Haustür zu Haustür? Macht auf jeden Fall richtig Bock. So, gönn dir Süßes für 500 V-Bucks das Teil. Kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Ich finde den echt witzig. Und hat hier ein Voting von 3,71 von 5 bei 14 Votes am 28. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. Dreimal 9 Reminders. Dann haben wir Smooth Moves für 800 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir. Was gibt bestimmt Smooth Moves? Was
10 von 10 für den Smooth Moves. Und Smooth Moves hat hier ein Voting von 4,58 von 5 bei 105 Votes am 1. Oktober 2018. Das ist mal drin gewesen. 16 Mal. 265 Reminders, Leute, das knallt. 36 Tage ist es her, dass das Ding im Shop war. Am 17. September 2009. Mega geil! Smooth Moves. So, und dann geht's weiter hier. Dann haben wir als nächstes den. Ja, die haben wir ja gestern bereits drin gehabt. Brauche ich nicht mehr großartig zu präsentieren. Jetzt verlinkt oben in der Ecke, wenn euch das interessiert, gehen wir einfach in das Shop-Video rein. Hier haben wir den Sarg Segler für 1200 V-Bucks. Das Teil ist sowas von crazy cool. This is crazy cool. Was ist der Unterschied? Hä? What is the difference? Da ist ein Schloss drauf. Irgendwo muss doch der Unterschied sein. Hä? What? Ist das die Farbe einfach nur? Ah ja, hier ist es weiß. Und da ist es einfach so ein bisschen neongrün. Okay, alles klar. Das Teil ist aber sowas von mega geil. Sowas von cool mit dem Sarg und dem Monster, was da rausschaut. Das Ding kriegt der Film. Von mir 10 von 10. Gucken wir mal, was hat das für ein Voting. Wir haben hier. Moment, muss ich mal das wegmachen. Das wegmachen. So. Der. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Crypt Cruiser. Ja. Jetzt habe ich ihn gefunden. Endlich habe ich ihn. So, hier haben wir 4,39 von 5 bei 28 Votes am 10. Oktober 2018. Das ist mal drin gewesen. 8 mal 19 Reminders. Ja, gestern klar. Das ist mal drin gewesen nach dem Update. Aber davor. Und das ist das Krasse. 356 Tage her. Es war das letzte Mal nämlich im Shop am 1. November 2018. Jo, mega geiles Teil. So, dann haben wir den Skull Ranger. Den Schädel Ranger. Mit den verschiedenen Styles. Die kann ich jetzt hier gar nicht sehen, gell? Weil ich das Teil schon gekauft habe. Müssen wir. What? Da muss ich mal gucken. Was haben wir denn da? Schädel Trooper, Skull Trooper Herausforderungen. Ich gehe mal ganz kurz in den Spind hier rein. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Hier haben wir die verschiedenen Styles von dem Teil. Da haben wir den. Das ist ja der normale. Dann haben wir ja diese andere Version hier. Sieht auch relativ cool aus. Und das ist die neue. Der sofort ist auf jeden Fall mega begeistert von dem Ding. Dann haben wir, jetzt muss ich mal gucken, wo hat er denn überhaupt? Da unten ist er. Den Schädel Ranger. Auch hier gucken wir mal nach den Styles, aber sind nur diese beiden hier. Skull Ranger hat quasi keinen neuen Style bekommen. Jo Leute, so sieht das Geisterportal aus. Da seht ihr dann noch die Geister hier raus. Das ist das Teil, das man durch die besonderen Missionen freischalten kann. So, muss mal sagen, das Teil ist auf jeden Fall ziemlich cool. Skull Trooper, klar, ganz klar, 10 von 10. Oh, da haben wir diesen neuen Rucksack. Den grinsenden Ghoul. Der ist ja auch cool, der Teil geht auch von mir 10 von 10. Und, die haben wir auch noch nicht gehabt. Natürlich auch Skull Ranger 10 von 10. Schauen wir mal ganz kurz in die Noten rein. Wie sieht's denn da aus, die Noten? Haben wir 3,89 von 5 bei 207 Votes. Ja, am 30. Oktober 2017 das erste Mal drin gewesen. 17 mal 700. Ich wiederhole, 7, nochmal 7, nochmal. 732 Reminders für das Teil. Auch am 1. November 2018, das ist das letzte Mal drin gewesen im Shop.
Dann gucken wir nach dem Skull Ranger und der hat eine bessere Benotung. Da haben wir nämlich 4,23 von 5 bei 74 Votes. Sind aber nicht so viele Votes und Reminders. Das muss man dazu sagen. Auch am 10. Oktober 2018, deutlich später, also fast ein Jahr später, als der Skull Trooper drin gewesen. 121 Reminders, das Teil auch am 1. November 2018 das letzte Mal im Shop gewesen. So, dann kommen wir zu, den hatten wir ja jetzt, also es nervt mich echt, dass ich das nicht sehen kann. Das Rückenaccessoire Geisterportal. Ich will wissen, wie das. Okay. Grinsender Ghoul, habe ich auch schon gesagt, 10 von 10. Gucken wir mal ganz kurz, wie da die Noten für aussehen. Das ist der Grinning Ghoul, der hat hier ein Voting von 3,2 von 5 bei 5 Votes am 22. Oktober. Ja, Leute, sorry. Gestern nach dem Update das erste Mal im Shop. So, dann haben wir diese Schädelsichel mit den verschiedenen Styles. Oh. Ui. Sieht natürlich so auch mega geil aus. Ja, was bleibt mir dann noch übrig, als dem Teil einfach eine 10 von 10 zu geben? So, wie hört die sich eigentlich an? Bam. So. Der Teil kriegt von mir 4,64 von 5 bei 50 Votes am 10. Oktober 2018. Das war drin gewesen 8 mal 107 Reminders und vermutlich auch. Jetzt sind wir auch tatsächlich endlich durch mit diesem Set, oder? Habe ich noch irgendwas übersehen? Wir haben den, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Gut, jetzt kommen wir zu dem Unterdrücker. Hier haben wir zwei verschiedene Styles und ein Gameplay oben in der rechten Ecke verlinkt. Übrigens beim Skull Trooper, ja, sofort hat den ja mit dem weißen Outfit, das Video wird noch hochgeladen. Sollte es jetzt noch nicht verlinkt sein, das kommt noch. Einfach mal hier unten die Abo-Glocke klicken und dann werdet ihr informiert, sobald das Gameplay da ist. Und es ist diesmal ein Gameplay von Herrn Sofort selbst, das heißt, es knallt gewaltig. So, Unterdrücker kriegt von mir 10 von 10 das Teil. Und der Oppressor hat hier ein Voting von 3,31 von 5 bei 39 Votes am 18. August 2019. Das war drin gewesen. 4x 26 Reminders jetzt mal im Shop am 18. September. Hier haben wir diese Exo-Wirbelsäule. Ich finde, die sieht relativ cool aus. Gibt es auch in zwei verschiedenen Styles. Der Style kriegt auch von mir 9 von 10. Und hat hier ein Voting von 4,13 von 5 bei 16 Votes am 18. August 2019. Das war drin gewesen 4x5 Reminders. Jetzt mal im Shop am 18. September vor 35 Tagen. So, dann geht's weiter. Dann sind wir hier auch schon durch. Und jetzt kommen wir zu einem Skin, der war schon Ewigkeiten nicht mehr im Shop. Ein, ja, leider Gottes der nächste seltene Skin, der jetzt verloren ist, für 1500 V-Bucks, die Grusel beauftragt. Und ihr wisst, wie ich zu den Bärchen stehe, aber dieses Bärchen ist einfach nur cool, sexy lady. So, natürlich nicht. So, aber, Gruselbeauftragte liebt es, Schrecken zu wecken. Ja, kein Wunder, wenn der Teil auf dich zugerannt kommt. Oh mein Gott. Hier hinten dieser geile Rucksack. Ein Pumpkin. Mit diesen geilen Lollis. Kennt ihr die noch von früher? Ich glaube, die Kinder von heute kennen die Teile überhaupt nicht mehr. Früher gab es diese ganz komischen Lollis. Und diese alten Kamellen da drin. Die ollen Kamellen hier in dem Teil. Ja, wenn wir da mal unterwegs gewesen sind und dann war Fasching oder so, haben wir die Kamellen wieder zurückgeschmissen, diese ollen Dinger, da kann auch kein Mensch essen, ey. So, hier auf jeden Fall Gruselbeauftragte. Die Lady ist
Okay. Und kriegt von mir, weil sie sowas von crazy ist, 8 von 10. So, und das Teil Spooky Team Leader hat hier ein Voting von 3,97 von 5. Bei 36 Votes am 1. November 2018. Das erste Mal im Shop gewesen. Jetzt zum vierten Mal. 70 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 27. November 2018. Vor 330 Tagen. Das ist cool. So. Jetzt muss ich dem Shop natürlich noch eine Benotung geben. Und ganz ehrlich, klar, Matchball ist Schrott. Ja, Blenden, okay. Basketballskins, okay. Aber der Skull Trooper ist drin, mit einem neuen Style. Dieser Ghoul-Rucksack ist drin. Skull Ranger ist da. Gruselbeauftragte, mega cool für die Leute, die sie noch nicht haben. Die anderen ärgern sich natürlich jetzt. Sorry. Ich muss diesem Shop ein Love It geben. So, gehen wir mal hier drauf. Voting. Love it. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet sich mal wieder an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann, haut rein. Ah! Benutzt unseren Creator Code sofort und gleich TTV. Vielen Dank, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.